Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Wir haben in der letzten Folge, genau, Bienenlarven. Wir haben schon wieder Larven. Was bringen die sich? Ich habe es noch nicht so ganz kapiert, also mit dem Bienenlarven. Nickel-Eisen-Ladungsbatterie. Okay. Energy Field Add-on. Wird immer interessant. Stating Charge Pad. Muss eine Bat-Box rein. Wir müssen Batterie. Oh Gottes Willen, ey. Bin ich einmal dafür, dass wir mal unsere Hütte vielleicht erweitern. Was haben wir denn eigentlich an alles andere Ressourcen aktuell? Uiuiuiui. Erde, Detroit. Wo ist denn der Kobbel? Das Kies? Da 600 Bruchsteine hätten wir. Wie könnten wir denn am schlausten die Hütte vergrößern? Beziehungsweise, weißt du was? Scheiß drauf, wir machen jetzt Folgendes. Ich habe das noch nie probiert. Wie viele Diamanten haben wir denn aktuell? Das könnte jetzt in den größten Fehlschlag kommen, den ich jemals gemacht habe. Aber scheiß drauf, warum auch. Was habe ich nochmal hier machen wollen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ein bisschen Eisen, das Holz. Tun wir auch mal hier rein. Ich glaube, wir haben noch Platz. Und den Rest, den tun wir jetzt mal. Kein Schwefel. Pfade des Schadens direkt Schaden. Nehmen wir mal nur die mit. Das lassen wir alles hier. Ah, die scheiße Fackeln brauchen wir dringend dann. Bisschen Essen nehmen wir auch mit. Das brauchen wir zum Basteln. Ich glaube aber nicht, dass wir wirklich was mit Pfeilen anstellen können da drin. Aber wir machen uns jetzt erstmal eine richtig geile Dia-Rüstung. Und stellen uns der größten Herausforderung in unserer Umgebung. Und zwar dem Battle Tower. Aber jetzt, ich bin so dumm, ohne Scheiß. Unsere gute alte Eisenrüstung. Ich habe da noch eine Eisenrüstung drin, so zur Info. Warum habe ich zwei Eisenrüstungen? Jetzt warte mal, wir haben hier Chestplate, Beine, Füße und einen Kopf. Yo, warum habe ich nochmal das ganze Zeug? So. Voll ausgerüstet. Wir lassen mal Werkzeug und alles. Hier ist irgendwie ein bisschen wenig Platz in diesen Kisten mittlerweile wieder drin. So, die Spitzhacke auch. Die Axt nehmen wir mit, die macht nämlich mehr Schaden, auch wenn nicht so schnell. So, und fackelt das. Nee, Spitzhacke braucht man zum... Ahahuahahu. Nehmen wir die Eisen mit. Sobald wir es gesichert haben, ist ja alles okay. Battle Tower, ich komme. War nicht oben irgendwie ein böses Monster und der Tower ist am Ende irgendwie in die Luft geflogen oder so? Ich weiß. Das war easy. Wow. Im Ernst? Was erwartet mich oben? Irgendwie einfacher als erwartet, aber okay. Papier ist nie doof. Ja, die Kiste, die Lampen. Die können wir mal mitnehmen. Warte mal, ich habe gerade eine Idee. Wir haben hier Rohstoffe. Und ich bin ja nicht so ganz doof, ne? So. Ich habe eine Axt. Wir können auch den Tower so spielen. Das ist gar nicht mal so doof. Und die Axt wieder weg. So. Ich habe irgendwie das Gefühl,
Gefühl, dass sie versuchen, mich zu erwischen, aber nie wissen, wie. Oh, scheiße, ich hasse diese... Nee, die Zombies. Ai, Mama, Mama, Mia. Nicht gut! Ich hab noch nie mal Damage bekommen, auch gerade interessant. Ich habe die Broken Spawner und ich habe einen Potion Bag. Kann ich das aufmachen? Ist da was drinnen? Ein Wurftank der Sprungkraft. So, mal, wo waren denn nochmal unten die... So, hier. Also muss ich hier nochmal hoch. Wir machen wieder die Safe Turn. Wir schalten die Teile von unten aus. Dann sind wir nicht um einiges flexibler in dem Fall. Wie hoch ist eigentlich der Tower noch? Ich weiß es gar nicht. Sachen, die ich nicht weiß. Huch, der wollte mich, glaube ich, gerade antatschen. Der wollte mich betatschen. Was ist das denn? Ribbone Skeleton Drop. Und das ist ein Zombie Heart. Hm. Das ist eine von den ekligen Spinnen, die da rumhängt. Ah, ich brauche mal schnell ein Schlückchen. So. Was wir auch machen können. Die Spinne hat sich gerade selbst gekillt. Hallo? Aber warte mal, war in der Kiste eigentlich was drin? Au! Oh. Wo kommst du denn her? Vergiss nicht mal, dass das die neue Spieltaktik auch ist. Mit dem Ding. Glowstone ist auch nicht schlecht. Eine Eichentruhe nochmal und Kies. Also die Kisten sind jetzt auch nicht so besonders. Nickelstiefel. Hm. Golden Lasso. Hm. Spiel mit dem. Hä? Passiert jetzt? Ach, weil ich die Blaze Rods, die Lohndruhen haben. Ah, okay. Also nicht besser als meine Schuhe, okay. Aber Lava-Eimer ist cool. Kohle ist auch nicht schlecht. Oh, shit! Dorino! Wow! Aua! Alter, erschreckt mich, Junge! Holy, die kam runtergeschossen. Ja, holla die Waldfee. Ah, nee, da geht's runter. Der kommt auch wieder. Ruhe da. Was hast du jetzt da runtergeschmissen? Ich muss diese blöden Teile ausschalten. Und zwar so schnell wie geht. Uncoole Sache!
Schnell runter, was essen. Alter. Wo kommt die Spiele jetzt hin? Wo kommt der jetzt hin? Lass mich in Frieden, du Mini-Zombie. Alter, ich baue mich außen hoch. Okay, ich bin für Plan B. Wir bauen uns außen hoch. Und nehmen uns einfach die oberste Truhe. Mir reicht's. Ich bin fertig. Ich hab genug. Ich kündige. Bin kein Kämpfer in Minecraft. Bin ein ruhiger Spieler. Ich habe meine Tür nicht zugemacht, ich Volldepp. Einmal schlafen. Ha, noch ein Schluck. Das war zu viel für mich. Haha. So, okay, jetzt können wir erstmal. Wir haben ganz viel Papier bekommen. Papier ist super. Wir haben Zombie-Herzchen bekommen. Sogar ein Skelettschädel. Ein Ore-Bag. Spannend. Pfeile können wir eher hier in die Sammlung hinzufügen. Knochen haben wir die hier rein, oder? Sind die auch schon ins Lager gewandert? Denk mal auch ins Lager, ne? Truhen. Stunt Lever Leggings. Eieiei. Ja, wir müssen mal gucken, wo wir alles hinpacken. Was haben wir denn jetzt alles? Weitere Rüstungsteile. Broken Zombie Spawner. Combined with a Powered Spawner in an Anvil to set Spawn Type. Ah, okay. Gut zu wissen. Ein Hit des. Voll viel Bücher. Eichen. Nicht teilen. Baum. Eichenbücherregal. Das, dies, das, jenes, oben, unten, links, rechts. Wir können damit bestimmt alles mal was anfangen. Aber wie viel ist denn das denn? Was ist in dem Ohrbeck? Wow. Wow. Das ist... Wow, einfach. Das ist ja einfach die Sensation hier. Also folgendes, es könnte jetzt schief gehen und wir gehen drauf. Oder es geht nicht schief und wir gehen... Was hast du denn hier schon? Und ich habe mich schon gewundert, wo das Geräusch herkommt. Und ich wundere, ich trinke die ganze Zeit schon Bier. Könnte witziger werden. Also den Berg rauf, das ist jetzt noch kein Problem. Ich hoffe, oben, dass oben nichts zu krasses spawnt. Also ich weiß, dass es diese Tactic Towers sind, aber... Was genau mich erwartet? I don't know. Habe ich den Plan mir eigentlich überlegt? Ich hatte den Lava-Eimer mit, den nehme ich mal hier. Bin noch nicht oben, scheiße. Wie hoch ist der? Das könnte dezent und böse enden. Ich müsste mit einem Satz halt runterspringen, ne? Das war nicht so ideal. Scheiße. Und damit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.